So, ich bin's wieder. Projekt C128 ist erstmal Geschichte. Weil mir ist jetzt ein Teil kaputt gegangen. Wahrscheinlich ist er kaputt. Ich hatte vorher schon immer die Probleme gehabt, aber man kann sehen, der hier, der VIC-2-Chip, und zwar der 8566 R3. Es gibt noch den 8565. Da steht zwar C64, C128, aber ich brauche ja den 8566 wegen 2 MHz Sylog, bla bla Geschichte. Das günstigste, was ich jetzt so gefunden habe bei eBay, sind so um die 35 bis 40 Euro. Weiß nicht, wann ich das Ding kaufen kann. Also ich habe vorher schon immer das Problem gehabt, dass er mir kein Bild geliefert hat, wenn ich ihn aus und wieder angeschalten habe. Jetzt schwarzer Bildschirm. Keine Ahnung, geht nicht. Ich habe ja hier den Strom gemessen. Da sieht man ja noch das Multimeter. Ich hab hier den Strom gemessen. Wo das mit Bild lief und alles und mit, ich habe hier noch Disk Alignment und bla bla gemacht. Auf 5 Volt Reel waren es um die 2,1 Ampere. 2,2, 2,1 Ampere, wo er so gezogen hat. Ohne den VIC-Chip da drinne hat er so 1,9 Ampere gezogen. Also sind so um die 300 Milliampere, die der VIC gezogen hat. Jetzt habe ich mal gemessen, sind es über 3 Ampere, die hier aus dem Netzteil gezogen werden. Also ich schätze mal, der hier ist jetzt wirklich hinüber. Weil was anderes kann es jetzt eigentlich nicht sein. Weil wenn ich den rausnehme und messe, dann ist er wieder bei 1,9 Ampere. Wenn ich den reinstecke, bin ich bei über 3 Ampere. Fuck. Mano. So, ist ja hier Never Ending Story C128. Und nein, ich kann nicht den aus dem C64 nehmen, den ich hier habe, den C64C. Das ist nämlich der 8565 Chip. Der hat ja nicht diese andere Pin-Konfiguration. Da sind, glaube ich, 2, 3, 4 Pins ein bisschen anders belegt. Und der macht ja keine 2 MHz für den Zilog-Prozessor, damit ich CPM nutzen kann und so weiter. Mano, das ist doch doof, sowas. Ja, also, wenn ich jetzt einen neuen VIC-Chip besorge, dann muss ich auch noch mal gucken, dass ich Kühlkörper kriege, die ich hier draufkleben kann. Unbedingt die beiden. Da muss ich mir was mit dem Netzteil einfallen lassen, weil das genau da drüber ist. Mal gucken, wie ich das mache, am blödesten. Dann muss ich das verlegen, eventuell da in die Ecke rein. Dass da ein bisschen frei ist, vielleicht noch einen kleinen, langsam laufenden Lüfter oben drüber, dass der noch aktiv gekühlt wird. Und da bei eBay, ja, das günstigste, was ich eigentlich gefunden habe, waren 21 Euro, aber aus Polen weiß ich nicht, ob das Ding funktioniert. Mit 6, 7 Euro Versand kann ich den auch aus Deutschland holen. Mit 2 Euro Versand und 33 Euro. Beziehungsweise da ist noch einer mit 35 Euro Versand kostenfrei. Also man kann sagen, um die 35 bis 40 Euro für diesen Chip. Der VIC-2-Chip für den C64 zum Beispiel, der ist ein bisschen günstiger, der ist so bei 15 Euro. Aber das habe ich mir schon gedacht, wo der jetzt hier gerade kaputt gegangen ist. Habe ich nur gedacht, nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Geht nicht. Ah, fuck. Das ist doch zum Kotzen, ey. Och Mann. Na gut. Also, C64 erstmal wieder Geschichte. Wahrscheinlich wird das erst nächstes Jahr wieder was, bis ich da weitermachen kann. Gut, bis dann. Tschüssi.